darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Partie, von der schon lange mit Spannung gesprochen wird. Die Erwartungshaltungen sind riesig, auch bei uns hier am Mikrofon. Mein Name ist Tom Beyer. Und neben mir sitzt Sebastian Hellmann. Ja, danke Tom. Das ist genauso, wie du sagst. Also wenn man sich diese beiden Teams anschaut, wer überhaupt alles mitspielt, da darf man noch einiges erwarten. Ich glaube nicht, dass wir enttäuscht werden. Deswegen freue ich mich drauf, dass es jetzt endlich losgeht. Und ich freue mich auf diese spannenden 90 Minuten. Das ist ein Spiel, vor dem die Heimmannschaft ein bisschen Bammel hat. Keine Frage. Hallo und herzlich willkommen. Sebastian, was glaubst du, ist die Gastmannschaft heute wieder klarer Favorit? Ja, Tom, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, dass sie heute versuchen werden, ihren Fans ein Spektakel zu liefern. Und vielleicht bauen sie auch darauf, dass die Gäste sie unterschätzen. Davon gehe ich allerdings nicht aus. So, der Ball ist wieder im Feld. Ja, technisch sauber, sein Kopfballspiel. Ja, das Stellungsspiel war gefordert und er stand richtig. Und was für ein Tor! Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. Ja, und so kennen wir den Mann. So kennen wir den Mann, der kann es halt mit beiden Füßen. Und das hat er in der Situation eindrucksvoll bewiesen. Frühes Tor in dieser Partie, 1:0 nach 8 Minuten. Und den schlägt er jetzt weit nach vorne. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Ja, klasse gelöst die Situation. Ja, guter Einsatz des Gegenspielers, hat ihm den Ball abgeluchst. Wojcikowski. Das könnte jetzt kritisch werden. Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Ja, das sollte man noch mal beim Training vorführen. Einfach perfekt, wie er diesen Ball in der unteren Ecke platziert hat. Also den Schuh muss sich der Verteidiger anziehen. Das Tor muss er auf seine Kappe nehmen. Schlau drauf. Und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Ja, wenn man es dem Abwehrspieler so leicht macht, bitteschön, schon hat er den Ball. Hummels. Schöner Pass. Ja, die Zuschauer protestieren, faul, der Schiedsrichter hat es genauso gesehen, Freistoß. Da wirft er sich dazwischen. Ah, das war alles viel zu kompliziert. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Ja, da war der Angreifer schon durch, aber der letzte Verteidiger hat aufgepasst. Klasse gemacht. Tja, und jetzt fragen Sie sich, wie knacken wir diese Nuss? Wie finden wir die Lücke in dieser Abwehr? Stindl. Sauber vom Ball getrennt. Haben wir heute auch schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Ja, überhaupt kein Problem für den Verteidiger. Gutes Auge für den Mitspieler.
Keeper ganz sicher. Vorausschauend gespielt, das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. Und der Ball kommt an und das bei der Entfernung. Respekt. Jetzt müsste er eigentlich flanken. Aber das macht die Abwehr aus. Gutes Stellungsspiel in dieser Situation. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Ja, was einmal klappt, klappt vielleicht auch beim nächsten Mal. Sie bauen erneut eine Abseitsfalle auf. Ja, und von der Abwehr, da kann so mancher Trainer nur träumen. Oh, der Pfosten steht im Weg. Stindl. Panda. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. Ja. 2:0, das ist der Pausenstand. Und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns erstmal auf die zweite Hälfte. Das Halbzeitresultat ist keine Überraschung. Sie haben sich in den ersten 45 Minuten einfach mehr Chancen erarbeitet. Ich denke, die Führung geht völlig in Ordnung. So, wir sind mal gespannt darauf, ob die Trainer vielleicht in der Halbzeitpause was am taktischen Verhalten in Bezug auf die zweite Halbzeit geändert haben. Jetzt versuchen sie da hinten mit Mann und Maus ihr Tor sauber zu halten. Weiter Abwurf von ihm und dann auch noch genau zum Mitspieler. Und den langen Ball hat er genau getimt. Ja, und so brennt hier gar nichts an. Gut gesehen vom Verteidiger. Das war knapp. Ja, im Prinzip hat er alles richtig gemacht. Da fehlte nur das letzte Quäntchen. Bisschen Pech hat er in der Situation. Ja, da hat nicht viel gefehlt und die Führung wäre noch deutlicher ausgefallen. Christian Panda. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Ja, schlicht und ergreifend daneben. Ja, wieder ein Versuch von ihm. Hier ein Tor hat er gemacht. Das gibt viel Selbstvertrauen, sehen wir in dieser Situation auch, wenn sie nicht von Erfolg gekrönt ist. Also ich als Trainer wäre zufrieden, wenn ich das gesehen hätte. Ganz schlau drauf. Und das ist wichtig. Die ganze Abwehr steht kompakt. Wie geht er dahin? Klasse Parade bei diesem Schuss. Ach, da sieht man mal, was dieser Torhüter drauf hat. Ganz sicher nimmt er diesen Ball auf. Oh, den hat er gehalten. Und was für ein Tor. Ja, da stand er goldrichtig und musste nur noch abziehen. Ein toller Treffer. Ja, der Torhüter steht heute total neben sich. Und der Trainer sollte mal drüber nachdenken, ob er ihn nicht rausnimmt.
Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Gute Abwehr. Den Ball hat er nicht berührt, den Gegenspieler dafür umso mehr, also Freistoß. Hat ihn eigentlich gar nicht so schlecht getroffen, den Ball, aber bis zum Torerfolg fehlte da noch ein gutes Stück. Eigentlich eine gute Freistoßposition, normalerweise macht er den rein. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume eng machen. Das ist Husti. Achtung, genau in den Lauf. Tolle Parade. Toll gemacht vom Keeper, super reagiert. Aber der Stürmer muss natürlich viel mehr aus der Chance machen. Ah, wunderbar gesehen. Ja, der Abwehrspieler hat sich den Ball wieder erobert. Ja, gucken Sie mal, das war ein Kopfball wie aus dem Lehrbuch. Normalerweise gibt er den Ball nicht so leicht her. Tja, normalerweise. Abgewehrt, aber die Situation. Und ein weiterer Treffer ist gefallen. Ein schwieriger Schuss aus Sicht des Torhüters. Wenn der Stürmer den gut trifft, ist der Ball kaum zu halten. Aller guten Dinge sind drei. Das war sein dritter Treffer in diesem Spiel. Und das heißt Hattrick. Ja, auch das zeichnet einen guten Abwehrspieler aus. Macht die Partie schnell. Panda. Und das nennt man diszipliniertes Abwehrverhalten. Ja, das sieht gut aus, diese Flanke. Herr Torhüter klärt hier erstmal. Ah, technisch super. Ja, hat nicht alles gepasst und deswegen fliegt der Ball doch weit am Kasten vorbei. Foul, dafür gibt's Freistoß. Ja, das war ein klasse Kopfball. Ganz clever, ganz cool gemacht vom Abwehrspieler. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch rangekommen ist. Ja, manchen Torhütern ist das ja sogar ganz recht, dass sie ständig was zu tun bekommen. So, jetzt ist wieder Gutmachung angesagt. Jetzt geht's ab in die andere Richtung. Husti am Ball jetzt. Ja, das war aber Rettung in letzter Sekunde. Und in der Mitte warten die Stürmer auf die Flanke. Und ein weiterer Treffer. Was für eine Schlussphase. Ein Tor in letzter Minute. Das nenne ich Kampfgeist. Da können sich einige Mannschaften ein Beispiel nehmen. Ja, und wenn man so führt, dann klappt natürlich alles. Es ist immer das Gleiche im Fußball. Stindl. Ja, wer kann die stoppen? Das ist die Frage, nachdem die Gäste hier zum wiederholten Mal gewonnen haben. Ja, Kompliment an das ganze Team. Man hat hier nie daran gedacht, dass sie dieses Spiel verlieren könnten. Sie haben die ganze Begegnung überlegen gestaltet und ich glaube, man sollte den Schwung aus diesem Spiel mitnehmen können für die kommenden Wochen. So, Sebastian, Dankeschön. Und wir bedanken uns beide natürlich auch bei Ihnen daheim für Ihre Aufmerksamkeit.
Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt Tom Bayer.